Glück, oder ne? Tja, 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 da sind wir wieder. Und wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch, denn wir haben einen Gast vorbereitet. Und den Gast kennt ihr auf alle Fälle. Denn Rob Mikiko Ponce! Wer zur Hölle ist Mikiko Ponce? Ich habe auch noch was von ihr gehört, also ja. Völlig unbekannt. Was soll das Ganze? Was machst du hier? Ja. Es ist ganz komisch, hier zu sitzen als Gast, muss ich gestehen. Hat sich irgendwie eingeschlichen, glaube ich. Ja, damit ihr überhaupt mal eine Antwort bekommt, die es auch noch nicht wissen. Mikiko gehört ja auch auf dem deutschen Markt zu den etablierten Zeichnern und sie selbst bringt ja auch Mangas heraus. Und das ist der Grund, warum wir sie heute auch mal selbst interviewen. Natürlich auch zum einen, ihr habt sie mitbekommen, sie ist öfters mal leider vor der Kamera nicht anwesend wegen der Arbeit an ihrem Manga und dafür hat sich heute mal Zeit genommen und wir dürfen sie etwas ausquetschen. Ihr konntet ja schon Fragen auf Facebook stellen und heute geht es rund, unsere Moderationskollegin auszunudeln. Oh, jetzt habe ich natürlich Angst, was für Fragen kommen. Recht. Ihr habt euch bestimmt ganz fiese Sachen ausgesucht. Guck mal, aber hier so Kombinationen, wie wir jetzt die ganze Zeit haben, hatten wir selten, ne? Mit allen Moderatoren mal vor der Kamera. Ist echt schön. Ja, Abwechslung. Das nur, weil du nicht da bist. Nee, aber ich meine, es geht ja jetzt auch nicht nur um die neuen Manga, es geht ja um alles, was du gemacht hast. Mhm. Und erstmal so näher gebracht, was hat Mikiko bis jetzt überhaupt rausgebracht? Denn sie hat ja nicht nur bei J-Make seit jetzt gut Februar dieses Jahres aktiv mit dran gearbeitet. Bla, mein Gott, Deutsch. Und sie hat ja schon Manga rausgebracht. Zum einen kam 2007 beim Wild Die hießen früher hießen die The Wild Side. Ich bin verwirrt wegen Cursed Side. Ja. Heute heißen sie Cursed Side. Genau. Ja. Mhm. Also es kam 2007 bei The Wild Side Verlag Lost and Found heraus. Das wurde dann auch von Tokyopop im Jahr 2011 war es gewesen. Genau. Neu rausgebracht. Also neu. Das ist scharf gestellt jetzt. Lost and Found, die Neuauflage bei Tokyopop. Dazu passend gab es auch ein Artbook, das Artbook Blue. Blau, blau, blau. Und das ist auch noch beim Wildzeit Verlag erschienen, aber jetzt auch über Tokyopop erhältlich. Und die neueren Werke von ihr sind vor allem natürlich auch hier Grimms Manga Sonderband. Und der ist 2011 auch. 11? Mhm. Ich glaube schon. Mit, also König Drosselbart. Es sind ja, ich glaube, 8 Geschichten. Ja, waren ja verschiedene deutsche Zeichner gewesen. Genau. Und hier hat halt eine von vielen König Drosselbart verkörpern können. Und hast dich ja schon gut abgehoben. Ja, ein bisschen. Ja, so. Ja. Ja, ich muss das komische Öhrchen wieder dran machen, das ist mir abgefallen. Bla, bla, bla. So, ups. Das ist ganz kaputt. Oh nee. Ja, aber ja, ich meine, das ist jetzt schon veröffentlicht worden von dir. Und was jetzt ganz neu auf dem Programm steht, ist ja Crush and Burn. Und das wurde auch schon etwas beworben in der Animania und auch auf Messen durch Signierstunden. Und das ist ein zweibändiger Boys-Dorf-Titel, der aber wirklich eigentlich eher in die musikalische Richtung geht. Mhm. Und ja. So viel zu den Sachen, die du gezeichnet hast. Aber natürlich auch riesige Internet-Aktivitäten, gerade die Minicomics, die man auch teilweise hier im Hintergrund sieht, dann gleich per Dia-Show. Stimmt, ja. Die sind ja wirklich sehr beliebt und auch hier bei Amazing Japan. Amazing Japan. Ja. Ja, echt coole Sachen. Aber ich meine, wir reden ja auch, als ob du irgendeine fremde Person wärst. Ich kenne dich nicht. Ich kenne sie immer noch nicht. Ah, du kennst sie noch nicht? Die ganzen Werke sagen mir absolut nichts. Ach so, ja. Hast du immer noch, wer bist du? Who the fuck, ja. Ja, aber da werden auch bestimmt die Fragen uns weiterhelfen, die die ganzen Leute im Internet gestellt haben. Es waren doch ganz schön viele. Ja, ja, aber ich meine, die wissen dann auch Sachen über dich noch gar nicht. Die sitzt hier die ganze Zeit blöd rum, laberst irgendwas von Iro-Iro, kulturelles und Manga. Tja, muss halt, ne? Muss, ja. Jobs sind Jobs. Nein, aber ich meine, ja, als Halbjapanerin natürlich erzähle ich ja gerne über meine Kultur. Und die Leute sind neugierig und dann komme ich schon mal ins Quasseln. Ja, du bist absolut echt eine Quasselstreppe. Aber du bist noch viel schlimmer, Chris. Okay, ich wollte das jetzt nur überspielen, dann wird das nicht so offensichtlich. Ja, also ist. Wenn man dich mal privat erlebt, oh Gott, da könnte einem das Ohr abfallen. Zum Glück habe ich ein Telefon-Flatrate. Ja, ja.
Ja, dann schießt aber dazu mal können los. Wir später mehr. Ich bin gespannt. Ja, genau. Ja, also fange ich doch mal gerade mit der ersten Frage an, und zwar ist die von Jan Surek. Womit arbeitest du beim Zeichnen am liebsten? Lustigerweise, obwohl ich Digitalzeichnerin eigentlich bin und hauptsächlich digital arbeite, am liebsten zeichne ich immer noch mit Bleistift. Also ich habe immer noch einen Skizzenblock und Bleistift und japanische Radiergummi, ganz wichtig. Also ich habe bisher noch keine deutsche Marke gefunden, die japanischen Radiergummis überbietet. Also ich lasse mir die von meiner Mutter aus Japan mitbringen und teilweise halt kaufe ich mir die auch in japanischen Läden. Also Bleistift ist nach wie vor absolut mein Lieblingsmedium. Ja, okay, das auch sieht man die ganzen ja auch. Manga-Seiten auch hier im Hintergrund, ne? Das ist wirklich ja auch mit Bleistift gezeichnet. Ne? Genau, also ich zeichne zum Beispiel Crash and Burn auch fast komplett in Bleistift und werde dann, habe dann in Photoshop die Linien sozusagen geschwärzt, dass die halt wie Tusche aussehen, weil ich das organischer finde. Genau, also es ist zwar viel Arbeit, das auch hinzukriegen, dass das wirklich wie Tusche aussieht, aber es ist immer noch eigentlich Bleistift. Okay. Das ist ein guter also, Trick. Gut zu wissen, selbst Japanisch mogeln hier. Ja. Nee, aber ich meine auch nicht das. Du machst ja auch dann wirklich, wie du gesagt hast, viel Computerbearbeitung noch im Nachhinein. Ja. Und was die Koloration angeht, was würdest du da bevorzugen? Also da schalte ich immer zwischen zwei Programmen hin und her. Also Photoshop benutze ich ganz viel für Effekte und auch für das. Also viele Tools sind da sehr praktisch. Und Paint Tool Sai benutze ich eigentlich, wenn ich so ganz weiche Verläufe machen möchte oder eben per Hand, wenn es ein bisschen aquarellig aussehen soll, also ein bisschen natürlicher aussehen soll. Zum Beispiel die Mini-Comics mache ich alle komplett in Photoshop, weil da ist der Stil sehr, ich weiß nicht, glatt und ich weiß nicht, also da ist das nicht so schlimm, dass das muss kein Effekt drüber digital sein, aussieht, ja. Genau. Ja. Und also wenn ich aber eine Kolorierung, also so eine große Illustration habe, die halt weich und schön und elegant aussehen soll, ja, dann lieber auf Paint Tools High. Ja. Also die typische Kombination, die eigentlich weit verbreitet ist. Genau, bei also hier zum Beispiel auch. Auf alle Fälle, die zwei Programme. Ja. 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 Die gleichen sich gut aus. Auf jeden Fall, also ich kann auch gar nicht ohne Tablet und so, ich weiß nicht. Also, ja. Ich bewundere immer Leute, die komplett analog arbeiten, weil ich mache das zwar auch, also ich habe auch mit Copics und so mal experimentiert und ist auch nicht schlecht, aber auf Dauer nicht so und vor allem, es dauert halt. Ne? Und es ist teurer. Und es ist teurer, ja. Immer wieder nachkaufen. Stimmt, oh, ja. Mein Portemonnaie. Ja. Oft leert deswegen. Vor allem diese ganzen Hauttöne. Gerade weil die mich auch ab und zu schwundelige Sachen zeichnet, geht dann viel Hautflöten. Da war ja was. Okay, aber einfach mal zur nächsten Frage, wo wir es in diesem Thema verirren. Ja, hier fragt auch der Peter King, welches ist derzeit dein Lieblingsanime und natürlich auch direkt im Zuge dessen Lieblingsmanga? Oh, also allgemein, mein Lieblingsmanga und Lieblingsanime ist eigentlich immer so als All-Time-Favorite immer Berserk. Ja. Das ist, also da kommt, da hält nicht viel mit. Also es ist schwierig. Wundert mich nicht. Es gibt hin und wieder Sachen, die ich dann gerne mal lese, aber top ist immer Berserk. On also, top. Ja, einer der aktuelleren Sachen, die ich richtig gut fand, war zum Beispiel Bright Story, Young Bright Story, ja. Habe ich echt super geliebt. Auch es gibt ein paar Videos auf YouTube, wie die Zeichnerin da mit Tusche und oh, das fand ich auch richtig cool. Und Billy Bat macht das auch sehr. Billy Bat fand ich auch super, aber ja, da bin ich noch nicht weitergekommen. Ich muss noch ein bisschen sammeln und ja, keine Zeit zum Lesen und so. Ja, und ich muss echt mal überlegen, anime-mäßig fand ich also vor allem so Summer Wars fand ich super. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, fand ich auch super. Und ich bin natürlich mit Ghibli aufgewachsen, das heißt, die mag ich auch. Aber im Moment, wie gesagt, ich warte auf Teil 3 von Das goldene Zeitalter von Berserk. Also da, ja, das ist so das, worauf ich mein Augenmerk habe. Ja, wir hatten ja schon das Berserk-Special gehabt. Ja, also ich kann es auch wirklich verstehen. Aber das ist einfach die Richtung, die du auch sehr magst. Ja, also Dark Fantasy und Action lustigerweise, obwohl ich Boys Love zeichne, mag ich eigentlich Action Shonen. Vielleicht noch Vinland Saga. Vinland Saga mag ich auch, ja. Da muss ich auch noch ein bisschen warten, bis ich die nächste Wende kriege. Also soll das heißen, du selber liest eher weniger Boys Love? Kaum, eigentlich fast gar nicht. Wie und, kommst du dann, dass du es zeichnest? Das ist ganz lustig, denn erstens
ich habe eine Phase gehabt, wo ich total nur Boys Love gelesen habe auch. Und irgendwann war es langweilig geworden. Und ich habe mit eben so Shonen-Sachen angefangen, auch Manga-mäßig. Und deswegen ist das so back to the roots gewesen. Und ja, was mich an Boys Love echt genervt hat, ist die enorm vielen Klischees. Und mein erster ist noch ein bisschen mit einigen an Klischees dabei, aber der jetzt halt Crash and Burn, der in Bearbeitung ist, der ist eigentlich absichtlich so unboys-lovig wie möglich gemacht, eben weil mich das ganze Genre ziemlich angenervt hat. Ja klar, da geht es auch, wie schon gesagt, eher um die Musik dann genau. Und auch um die Charaktere zueinander. Ja, und es geht auch darum, dass die eben nicht so feminin sind und nicht so, oh, nun, ich weiß nicht, mein Körper sagt ja. Aber, nicht dieses typische Femo-Uke-Prinzip. Genau, also das ist halt, Rocker. Ich habe versucht, das realistisch zu gestalten, weil im echten Leben ist das nicht so, dass der eine dann immer weint und der andere dann so, haha, ich bin hier der Macho, sondern halt so dynamisch wie möglich. Also es ist auch nie definiert. Sexualität ist halt eine Sache, die nicht so schwarz-weiß ist. Das gibt's nicht. Und deswegen wollte ich halt sowas in der Art auch mal zeichnen. Ja, ich meine, auch zwei Bände ist ja schon eine coole Sache, um sich da auszutoben. Ja. Und der erste Band ist ja schon länger fertig, aber leider noch nicht veröffentlicht worden bis jetzt. Ja. Also leider. Der kommt ja dann noch Ende des Jahres und genau. Ja, der zweite und da auch dann. Ja. Eigentlich sogar die passende Frage von Andrea Eichter, warum wurde Crash and Burn verschoben? Ja, also da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich weiß das nicht genau. Also mein Verlag hat halt, ich bin ja bei Tokyopop und die haben halt irgendwann so gesagt, so sorry, aber wird verschoben. Und ich so, warum? Ich bin da schon lange fertig. Und also ich denke mal, dass sie intern einfach Dinge irgendwie umorganisieren mussten oder Sachen. Ich weiß, dass einiges an Titeln wurden verschoben, also nicht nur meiner. Und da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Aber wie gesagt, ich zeichne momentan Band 2, das heißt, an mir liegt es nicht. Ja, zumindest ist man dann auf jeden Fall sicher, es kommt. Auf jeden Fall. Nee, wenn also es zwar später, aber es kommt auf jeden Fall. Das ist dann wirklich einfach der Abstand zwischen den beiden Bänden kürzer und das macht dann für die Fans mehr Spaß. Ja, also wer wirklich neugierig ist, ich habe ja auch einen Produktionsblog zu Crash and Burn und der momentane Stand der Dinge ist, dass ich tusche. Das heißt, die Seiten sind schon alle skizziert. Man sieht ja auch auf deiner Facebook-Seite, ne? Sieht man ja auch ab und zu dann immer die ganzen Posts, die du verlinkst. Ja, ja. Ja, da ist man auf dem aktuellen Stand. Aber auch noch gerade, was das Anime-Manga-Thema von eben angeht, war auch noch eine interessante Frage von Botskurt Revoluza. Was ist dein absoluter Lieblings-One-Shot-Manga? Also ist auch wieder eine sehr spezielle Frage, weil es ist so unterteilt. Aber hast du da einen? One-Shot? Ja, Also ich habe einen, den finde ich super, der heißt Dogs, Bullets and Carnage von Miyashiro. Ja, und ich glaube, der ist nachher eine Serie geworden, aber es war ursprünglich nur ein One-Shot. Und das ist so ein wunderschöner Zeichenstil, den finde ich super geil. Und ja, ich glaube, das ist definitiv mein Lieblings-One-Shot wahrscheinlich. Wenn ich nach Hause gehe, fällt mir bestimmt wieder was Neues. Na, okay. Wahrscheinlich, ja. Okay, sogar darauf hast du eine Antwort parat gehabt. Mist. Dann würde ich mal sagen, auch gleich zur nächsten Frage von Naima Sophie. Wie kommen dir die Ideen für deine Minicomics? Ah, das ist ganz lustig. Also die Minicomics sind ja Alltagssituationen. Mhm. Das heißt, die sind auch genau das, Alltagssituationen. Ich lebe halt mein Leben und dann passiert was und ich denke, das ist ein Minicomic-Moment irgendwie. Oder oh, das müssen wir mal zeichnen. So Momente sind das und die sind fast alle auch eins zu eins so passiert. Also ich nehme mir natürlich ein paar Freiheiten, aber im Grunde sind das wirklich Situationen in meinem Leben, die passiert sind und die schreibe ich auch auf. Also ich habe ein riesen Dokument, wo ich halt noch tausend Ideen habe, die ich noch alle zeichnen möchte. Manchmal sind es halt über mich, manchmal ist das, meine Mutter hat auch zum Beispiel recht lustige Abenteuer. Also die kleine Japanerin in Deutschland, ne? Also wenn die dann irgendwie gegen Bengel auf der Straße irgendwie kämpfen muss, weil sie halt jetzt. Ja, also es gab dann so Sachen, wo sie dann irgendwie Krücken hatte. Nee, sie hatte halt Krücken und dann kam so ein Bengel auf dem Bürgersteig und hat dann geklingelt, so aus dem Weg und die hat halt Krücken und so. Und die dann was so, was denn? Fuck you!
solche Partys. Ja, und als Japanerin ist das halt voll absurd. Das darf es halt auf keinen Fall. Aber die war so sauer. Ja, das kann ich verstehen. War. Und ja, also sowas, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal zeichnen als Minicomic. Du kannst einen ganz einzelnen Band nur über deine Mutter zeichnen. Ja, vielleicht. Also auch so Küchenunfälle habe ich ständig. Ich kann überhaupt nicht backen. Oh ja, das kann ich. Also das geht gar nicht. Und dann kann man da auch 5 Geschichten draus machen, weil man irgendwie jedes Mal, wenn man es ausprobiert, irgendwas schief geht oder so. Und ja. Ja, das kenne ich. Ich habe damals mal auf den Kakao gepustet und da war eben oben also auch noch dann extra Kakaopulver drauf. Und das hat halt eben leider dann im Gesicht der Mutter gehangen bei dem Freund, wo ich zu Besuch war. Oh nein! Ich war so, oh, so heiß. Oh nein. Sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja, es war sehr, sehr putrig. Ja. Aber auch von den Essenssachen dann mal zum nächsten, nämlich dem Cosplay. Ah. Ich weiß, du hast ja noch nicht so oft gemacht, du bist auch gar nicht in der Materie drin, aber auch hatte ja die Naima so Sophie gefragt eben, was war dein erstes Cosplay gewesen? Ja, also mein erstes Cosplay war eigentlich nur eines von meinen 2 einzigen Cosplays, die ich je gemacht habe. Das erste war Mai Shiranui aus King of Fighters. Also es war ein sehr knappes Cosplay und ich war 15 Jahre alt, ich war jung und sehr, sehr unschuldig. ja, und also damals war Cosplay auch ganz anders, das war nicht so ernst zu nehmen, also es gab zwar auch Wettbewerbe, es war mehr so, ja, wir probieren es mal, ist halt zum Spaß. Yeah. Und das zweite Mal war ich halt Rinoa aus Final Fantasy 8. Ah, okay. Und ich hatte mir damals auch immer Leute ausgesucht, die halt vom Aussehen her schon von vornherein so ein bisschen aussahen wie ich. Mm. Ja, na gut, bei Mai Shiranui, die hat solche Dinger, das hat dann gefehlt, aber das hat da den Leuten nicht so gestört. Also, aber hast da, wie gesagt, du die selbst genäht oder gekauft? Die habe ich mit meiner Mutter, also Großteil hat meine Mutter gemacht, ich war ja 15 und ich habe sie halt ein bisschen angebettelt, so Mama, ich möchte unbedingt. Und das ist ja cool, dass jemand macht. Das Kostüm ist ein bisschen knapp, das werden wir ein bisschen verlängern. Also sie hat einige Teile umgenäht. Damit das nicht ganz so entblößend war. Aber ja, also ich war ziemlich blau, würde ich mal sagen. Ja. So Zeiten hätten wir mal gehabt, ne? Mal gucken, was uns dann nächstes Jahr erwartet. Am besten hier noch echt noch irgendwie. Sowas könnte man zum Beispiel auch als Minicomic machen. Ich dann so, Mama, ich will dieses Kostüm. Und dann so, nein. Länger. Du musst dir echt das Knappeste aussuchen. Ja. Am besten hier aus diesem, wie hieß das? Ach, dieser PlayStation 3 Game, wo man auch da Catherine. Ach, Catherine? Nee. Du, meinst du dieses mit dem Beachvolleyball? Nee, da gibt's nee. Auch so einiges. Nicht. Dead or Alive oder nein, so? Nein, nicht Dead or Alive. Wie hieß das denn? Wo der auch so ein Pizzastück in der Hand hat und dann dieser Typ mit der Boxershot die ganze Zeit rumläuft mit den Hörnern. Dann ist das Catherine, ja. Doch, aber Catherine. Wo, was hattet ihr denn an? Ja, nicht sehr viel. Also ich glaube. Okay, ich weiß es nicht mehr. Aber Catherine habe ich eigentlich gespielt. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja. Ja, okay. Ich muss mal nachgucken. Ja, du kommst einfach nur mit nur einem Einkauf von H&M dahin zu deiner Mutter. Das ist ein Cosplay. Was? Was siehst du drüber? Das ist das Cosplay. Das ist alles. Okay, verlängern das. Das würde ich sagen. Naja, mal gucken. Also heutzutage, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen erwachsener geworden. Ich kann das aber auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber ich denke nicht einfach wieder in Lita Dress oder halt eben in. Ja, da hätte vielleicht ich auch nichts gegen. Maid Dress, das war vielleicht schon wieder etwas anzüglicher. Je nachdem, ja, welche. Mal gucken. Mal schauen. Mal schauen. Ja, was gibt's denn als nächstes? Als nächstes haben wir von Daniel Salomon. Wie darf man sich den Tag eines Mangakas vorstellen? Oh. Das ist auch interessant. Das ist ganz lustig, denn wir kommen immer wieder zum Minicomic zurück. Ich habe vor kurzem einen gezeichnet, der meinen Tag tatsächlich ein wenig darstellt. Und zwar ist das meistens, dass ich sehr lange schlafe. Also im Moment ist das, weil ich echt unter Arbeitsdruck stehe. Normalerweise, idealerweise stehe ich ein bisschen früher auf, aber im Moment ist das nicht so. Ich stehe halt ziemlich spät auf. Hab einen Kaffee, vielleicht eine Schnitte Brot und dann setze ich mich zum Zeichnen hin, vergesse irgendwie zum Mittag zu essen. Irgendwann um 3 oder 4 fällt mir ein, dass ich vielleicht was essen sollte. Dann manchmal gehe ich nochmal eine Runde Fahrrad fahren, damit ich nicht ganz so sehr nur rumsitze. Dann komme ich abends wieder, sitze ich dann wieder den ganzen Abend am PC und zeichne und zeichne und zeichne. Und meistens im Moment bis 3 oder 4 Uhr morgens, je nachdem, wie viele Seiten ich pro Tag schaffen muss oder so und meistens auch am Wochenende. Mm. Und also wenn es mal passt und wenn ich tatsächlich mal viel geschafft habe oder so, dann spiele ich manchmal noch vorm ins Bett gehen
Und der Rest ist dann so, oh, ich muss mal Wäsche waschen, oh Gott, mal zwischenschieben. Oh, ich muss mal ein bisschen spülen, zwischenschieben. Also, was soll denn dieser ganze Misthaushalt? Überbewertet. Oh, ja. Also idealerweise würde ich tatsächlich irgendwie um 10 Uhr morgens anfangen zu zeichnen und nur bis, keine Ahnung, 18 Uhr und den Rest dann vielleicht privat ein bisschen zeichnen, ein bisschen gamen oder so, aber so sieht es leider im Moment nicht aus. Ja, Wie gesagt, ich zeichne fast durchgängig den ganzen Tag und für was anderes bleibt momentan gar keine Zeit. Wie viel schaffst du denn in deiner produktivsten Phase? Also es kommt drauf an. Es gibt Seiten, die extrem schwierig sind und voller Details und dann dauert das schon mal, kann es schon mal vorkommen, dass ich einen Tag an einer einzigen Seite sitze. Dazu kommt, dass ich nie von Bleistift bis Tusche durcharbeite. Das heißt, ich mache erst alles in Bleistift, alles in Tusche, alles in PC. Das heißt, ich kann nicht wirklich sagen, wie viel pro Tag das ist, aber ich schaffe halt schon mal, wenn es zum Beispiel nur Skizzieren ist oder so. Ich glaube, das meiste, was ich je geschafft habe, waren 18 Seiten am Tag. Wow. Aber das waren dann halt minimal, also weniger Details drin und so. Ja. Oder ich habe teilweise auch Phasen, wo ich dann Seiten überspringe, also die kompliziert sind, überspringe ich. Ich mache alle einfachen Seiten zuerst und dann schaffe ich ganz viel und dann setze ich mich später hin richtig dann und mache die schwierigen, damit ich also zum Beispiel frisch bin am Morgen als erstes statt abends, wenn ich schon total kaputt bin. Ja klar, oder so. Wenn man dann ein richtiges Konzertbild hat, dann ist es anstrengender. Genau, also man hatte ja auch eins hier gesehen, da habe ich ewige Zeiten drauf dran gesessen, dass das in der Slideshow manchmal zu sehen ist hier und also das hat... Oh. Ja, das also glaube ich. Ganz ein anstrengendes Leben als Mangaka, würde ich sagen. Harte Arbeit. Ich freue mich schon, wenn ich Band 2 fertig habe. Das glauben wir. Vielleicht darf ich sogar eine Woche Urlaub haben. Dann kommt das nächste direkt. Auf jeden Fall sehr viel Disziplin erforderlich. Ja, doch. Das also könnte ich nicht. Deswegen machst du es ja auch nicht. Ja, deswegen mache ich es auch nicht. Immer vor dem Messen ist bei dir nur Stress angesagt. Ja, bei dir aber auch. Ja, viel schlimmer. Ach, ihr versteht nur nicht. Ich habe einfach nur keine Freunde. Ja. Keine Hobbys. Ja, ich sollte echt die Telefonflatte öfters für nicht nutzen. Ja, ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall nichts Einfaches. Ich kenne das selbst. Ich habe schon ein paar Sachen mal Wochen durchgezogen, aber nach den paar Wochen war es schon bei mir so. Ja, man muss zwischen Projekten auf jeden Fall immer Pausen machen, weil sonst das hält man nicht durch. Selbst ich. Immer ganz gut, dass man sich dann auf Deadlines einigen kann, wo man dann auch das gut zeitlich schaffen kann. Genau. Also nach ein paar Projekten hat man es auch drauf, dass man weiß, okay, dafür brauche ich länger. Da muss man dann von vornherein, bevor man einen Vertrag unterschreibt, sagen, hör mal, also das ist zwar schön und so, aber das schaffe ich nicht. Und das Schlimme ist ja auch, dass natürlich in Deutschland auch keiner Assistenten hat oder beziehungsweise die paar, die wir haben, sind halt meistens auch so Zeichner, die das hobbymäßig machen oder so. Die auch nochmal zur Schule und gehen, arbeiten. Man hat dann einen, der dann vielleicht einen Hintergrund ausfüllt, während in Japan, die haben dann 5. Ja, klar, und die werden bezahlt. Einen von alles und ich natürlich meine, spätestens seit Bakuman müsste man das wissen. Und also wenn ich 5 Leute hätte, die mir meine Hintergründe machen, meine Tusche machen und meine Rasterfolie machen, dann hätte ich mein Band auch irgendwie... In 4 Monaten. Ja, dann hätte ich 2 Bände in einem Jahr locker geschafft, irgendwie, weil so wie ich arbeite. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ja, aber so weit ist der deutsche Markt einfach nicht. Also ja, leider nicht. Also da müssen wir alle noch dran arbeiten. Dann zur nächsten Frage, und zwar ebenfalls von der Naima Sophie. Aha, fleißig. Ja. Würdest du dir wünschen, einen deiner Mangas als Anime zu sehen? Ja, ich glaube, da braucht keiner wirklich lange nachdenken. Auf jeden Fall. Wer denn nicht? Ja, also ich würde das total lieben, um ehrlich zu sein. Also das Witzige ist, zum Beispiel Crash and Burn würde ich sogar lieber fast als Realfilm sehen wollen, weil es einfach die Figuren nicht der typisch Manga-Anime sind und viele Dinge nicht so ganz, also diese typischen Anime-mäßig, das kommt nicht so ganz gleich rüber, glaube ich. Sehr auf dem Boden geblieben, die Story und eben sehr realistisch. Ja, gehalten. Also es ist sehr auf Realismus basiert. Also ich habe zum Beispiel auch ganz viel recherchiert, es spielt in Liverpool, da habe ich zum Beispiel, ich war noch nie in Liverpool, aber was ich dann gemacht habe, ist, ich bin auf Google Maps gegangen und dann in Street View bin ich stundenlang durch Liverpool gelaufen und habe mir Liverpool angeschaut und dann bin ich durch die dreckigen Gassen gegangen und habe mir halt einiges da angeschaut und so und so habe ich mir den Eindruck von Liverpool eben geschaffen und ich habe halt auch einige Freunde in England und habe dann halt da auch rumgefragt, was ist denn der Ruf von Liverpool, das ist nämlich ziemlich allgemein schlecht. Ja, also die meisten Leute sagen so, Liverpool ist halt so ein bisschen verranzt und nicht so schön, aber andererseits gibt es halt auch tolle, also die haben auch so einen Stolz und so einen Charakterzug und da habe ich dann auch unheimlich viel dann geguckt und recherchiert
Und also, das ist zwar mir sehr wichtig, dass es echt rüberkommt, dass es Leute sein können. Und deswegen glaube ich, eine Realverfilmung wäre besser. Aber ich sage nie Nein zu einem Anime. Aber so kann man auch heutzutage Urlaub machen, per Street View. Ja, genau. Ab an den Strand von Hawaii. Ja, kann man ja teilweise. Ist ziemlich praktisch. Mhm. Sogar die Winkelgasse. Ja. Ja, also ab nach Hogwarts. Ja, und dann noch zur nächsten Frage. Mhm. Das sind ja echt viele Fragen, die ankamen. Ah, ich freue mich voll. Ja. Auch hier von Laurien Cho. Mhm. Würdest du gerne eine Zeit lang in Japan leben? Ich meine natürlich an sich eine Frage, die, du hast ja schon dort gelebt auch. Ja, also ich habe ja als Kind eine Zeit lang da gelebt und dann bin ich, bis ich etwa 15 Jahre alt war, weil ich war jedes Jahr eigentlich da, im Sommer oder zu Neujahr bei Großeltern und so. Mhm. Ich würde schon gerne mal da leben, allerdings nicht unbegrenzte Zeit. Nee. Also es ist eine schwierige Situation für mich, weil ich natürlich kulturell sehr dem Ganzen nahe bin. Aber andererseits gibt es in Japan so viele Probleme, mit denen ich, glaube ich, nicht so zurechtkäme, weil ich einfach so lange nicht mehr da war. Mhm. Also ich bin jetzt was, 13 Jahre oder so nicht mehr da gewesen. Und es hat sich so viel geändert, ich weiß nicht, ob ich damit so zurechtkäme. Also schon, ich kann halt normal mit Leuten reden und so, aber so systemmäßig. Also man ist halt an viele Dinge hier gewöhnt und jetzt so langsam mit, ich weiß nicht, wenn man dann herausgefunden hat, wie Steuern funktionieren, das schafft man. Also oh, jetzt weiß ich, wie man in Deutschland ordentlich lebt, so als erwachsene Person. Da müsste ich nach Japan gehen, das Ganze dort lernen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und es ist halt toll als für mich Nostalgie und als Reiseziel, meine Familie besuchen auf jeden Fall. Aber Leben und Arbeiten, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, weil ich meine ganze, also mein Großteil meiner Fanbase ist Amerika und Europa. Das heißt, die sind ganz klar im Westen. Wenn ich jetzt nach Japan abhauen würde, da hätte ich ja, müsste ich von null anfangen. Mhm. Das macht eigentlich keinen Sinn so. Und zusätzlich kommt dazu, dass drüben natürlich hunderttausende Zeichner sind. Das heißt, du versinkst im Meer der Zeichner, da fällst du überhaupt nicht mehr auf. Und rein arbeitsmäßig ist das ein sehr ungeschickter Move einfach. Das ist sehr ungeschickt. In Deutschland werden auch neue Zeichner extrem gefördert, also im Vergleich zu anderen Ländern auch. Und es ist einfach sinnvoller, hier zu bleiben, weil du auffällst und viel mehr Chancen eigentlich hast, auch durchs Internet dann im Westen ein bisschen Fuß zu fassen, finde ich jetzt. Ja, passt eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage von David Malik. Der hat auch gefragt, auf welchen Messen du in Zukunft bist. Also gerade natürlich, du bist ja dann auch einfach hier in Deutschland eher unterwegs oder einfach? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich meistens nur auf Messen gehe, wenn ich eingeladen werde. Ja. Also manchmal ist das so, dass eine Messe mich anschreibt und sagt, hör mal, also du bist ja nicht so weit weg. Zum Beispiel die Dokumi, bei der war das ja auch so, ich wohne ja in Düsseldorf und Dokumi ist in Düsseldorf. Dann hieß das so, ja, wenn du eh schon da bist, dann komm doch vorbei. Ja. Dann sage ich natürlich nicht nein, solange halt irgendwie die Anfahrt und die, also bei Dokumi ist egal, Übernachtung brauchen die nicht zahlen. Dann gehe ich dahin. So. Und sonst ist das, wenn der Verlag mich dahin bestellt, sozusagen. Genau, also die sagen dann, okay, hör mal, es ist, ich weiß nicht, Leipziger Buchmesse, wir brauchen dich oder sowas. Aber wenn die nichts sagen, dann gehe ich auch nicht. Also ich werde oft gefragt, ob ich privat irgendwo hingehe, aber dazu fehlt mir die Zeit. Ich muss ja zeichnen. Ja. Und, hast du denn in Zukunft mal vor, auch selbst gesagt, selbst produzierte Sachen auf Messen zu verkaufen? Ja, also ich denke mal, Dokumi ist für mich die sinnvollste, einfach weil es für mich um die Ecke ist. Und dann kann ich auch relativ stressfrei mitmachen, denke ich mal. Also da kann ich mir vorstellen, dass ich da bestimmt sein werde. Und ansonsten die großen Messen, wenn dann Crash and Burn rauskommt, nehme ich an, dass ich da sein werde. Also das aber hoffen wir. Wie gesagt, jetzt gerade weiß ich eigentlich keine Termine, denn mich hat noch keiner gefragt. Aber wie gesagt, ich kündige es auch immer an. Also auf meinem Facebook, auf meinem Tumblr, auf meinem Twitter, auf meinem DeviantArt. Überall. Überall. Ich schreibe das schon hin, wenn ich irgendwo hingehe. Also ihr werdet es nicht verpassen. Ja, solange ihr guckt halt. Schön auf dem Laufenden. Da. Genau. Ja, ich denke auch, bei dir ist man gut auf dem Laufenden. Hast du noch Fragen, Arian? Nee, auf meinem Zettel stehen keine mehr. Du hast mir alle geklaut. Ich habe die geklaut. Oh, ja, alle durch. Okay, dann hier, die zwei kannst du gleich noch. Noch mehr. Yeah. Ja, ich mache die jetzt sofort. Von Wanze Farm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wo fühlst du dich zu Hause? In Japan oder Deutschland? Ich glaube, das hat sich auch schon fast beantwortet. Ja, das ist immer noch ziemlich schwierig. Weil also ich verbinde vieles aus meiner Kindheit mit Japan und vieles meines Erwachsenenlebens mit Deutschland. Und das ist halt sehr gespalten. Ich liebe beides gleich
gleichermaßen eigentlich. Also ich liebe Düsseldorf, obwohl wir hier in Köln sind, bitte nicht schlagen. also ich fühle mich auch sehr zu Hause in Düsseldorf und andererseits, wenn ich nach Japan gehe, denke ich so, oh, das habe ich so vermisst, ne? So mein Zuhause und meine Oma und meine Tanten und so. Also es ist wirklich, ich kann mich nicht auf eins festlegen. Es ist beides gehört, also beides ist ein Teil von mir und das eine besser als das andere finden kann man nie. Ja. Ich bin sehr japanisch aufgewachsen, dadurch, dass meine Mutter immer zu Hause war und wir nur japanisch geredet haben. Und also viele der Macken, die sie hatte, wusste ich gar nicht, dass es typisch japanisch ist, weil man irgendwie so ein bisschen isoliert aufwächst. Also mir war nie klar, dass das sehr typisch japanisch ist, aber so bin ich halt aufgewachsen und so. Und ja, also zu Hause fühlen tue ich mich sowohl als auch eigentlich. Dauert halt nicht lange, bis mich aus, auch wenn ich drüben bin, dass ich dann mich ganz normal fühle. Das Einzige ist, dass ich nicht so gut lesen und schreiben kann. Ja. Also ich kann es zwar, aber naja. Es dauert. Ich lese besser, als ich schreibe. Ja. Und eine Zeitung kann ich zum Beispiel nicht wirklich lesen. Mhm. Ich kann zwar einen Artikel überfliegen und so grob rauslesen, worum es geht, aber also viele Vokabeln fehlen mir einfach, weil ich nicht die Übung habe, weil ich ja nie, also na klar, ich mache alles auf Englisch, ne? Du bist ja im internationalen Internet also eher. Englisch spreche ich noch besser als Japanisch eigentlich. Ja. Also, ja, ich mein, ist doch gut, wenn es die Weltsprache ist. Ja. Ja. Also verübeln ist das nicht. Ja, ich gucke auch gerade hier von Inés Cube. Hast du es richtig geschrieben? Cube oder Lupe? Loop? Das wäre nicht so gut. Kube, dachte ich. Cube, Kube. Kube. Egal, lies vor. Inés Cube. wie bist du dazu gekommen, Mangaka zu werden? Jetzt konkret professionell oder? Also, ja, okay. Was hat dich dazu bewogen, halt eben das professionell ausüben zu wollen? Also, ich war, als ich mich entschieden habe, ich werde Mangaka, da war ich 12. Ja. Und ich habe als das erste Mal einen Shonen Jump Manga gelesen. Ja. Und mit 12. Mit 12. Mhm. Und der gehörte dem Sohn von einer Freundin von meiner Mutter. Und dessen Tante, der Onkel, des Individuums genau ist. Ja. So. Und wir waren halt zu Besuch bei dem in Shimoda und der hatte halt ein Regal voller Jump-Manga. Und dann hieß es so, meine Eltern so, ja, wir gehen jetzt Shimoda erkunden und Schreine und Tempel gucken und so. Und wir so, nee. Also ich habe ja zwei Schwestern und dann mit meiner kleinen Schwester saßen wir da und haben nur Manga gelesen den ganzen Tag. Und ich habe halt Yu Yu Hakusho hieß, das ist glaube ich hieß Poltergeist Report auf Englisch und den habe ich verschlungen. Also es sind 19 Bände und ich fand den so geil, ich habe das komplett fast durchgelesen und dann mussten wir aber nach ich glaube damals habe ich in Belgien gelebt, dann waren wir in Belgien und dann habe ich versucht, nach dem Gedächtnis das nachzuzeichnen. Und ich habe so viel nur darüber geredet, dass irgendwann haben die uns den Manga geschickt, die komplette Serie haben die uns dann geschickt, so hier kannst du haben, so. Und dann habe ich nichts anderes mehr gelesen und nichts anderes mehr gemacht und da habe ich mich entschieden, okay, das muss man doch als Job machen können. Irgendwer hat es ja gezeichnet. So. Yeah, yeah. Und dann mit 12 so, ich werde das. Und mein Vater so, oh. Noch so eine. Das Schlimme ist, mein Vater ist Banker gewesen. Oh. Das heißt, das war nicht so die Sache, die er hören wollte. Und ja, und ich habe das sehr ernst genommen, schon von vornherein. Also wahrscheinlich hast du als Kind auch mit den Vorteilen gekämpft, von wegen, ja, damit kannst du auch keinen Lebensunterhalt bestreiten, lass es lieber sein, mach was Vernünftiges. Ja, also ja, meine Eltern haben viel am Anfang gesagt, ja, bist du sicher, du wolltest was mit Tieren machen? Tja, aber jetzt hast du es ihnen gezeigt. Genau, und irgendwann haben sie gemerkt, dass das dann auch was werden kann und jetzt sind sie meine größten Fans. Also das ist doch schön, die Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Man braucht wirklich dann Hinterhalt bei sowas. Also einfach so, Mutter, mach die Wohnung sauber, ich habe keine Zeit dafür. Was? Nein, nicht auf die Art und Weise. Aber sie haben mir unheimlich viel geholfen auch. Also, weil man als Zeichner natürlich kein einfaches Leben hat und so. Und wenn ich dann Deadline habe, dann ruft meine Mutter manchmal an so, Mädchen, brauchst du vielleicht jemanden, der bei dir aufräumt und putzt? Ich so, ja, bitte. Und dann kommt sie und dann saugt die bei mir einmal die Wohnung durch und dann so, okay, ich habe dir noch was gekocht und in den Eisschrank getan. Und ich so, danke, ich habe keine Cup Noodles mehr. Und ja, also es ist super. Und ich muss mich ganz herzlich bei meinen Eltern bedanken. Die sind super. Dass die all diesen Kram mitmachen, ist ja schon ein bisschen verrückt. So. Ja, sind ja verrückte Leute. Ja, muss man ja auch. Passend zur verrückten Tochter wie dir. Ja.
Ja, cool. Ja, die nächste Frage würde ich mal sagen von Gurdo. Guido. Ach, das ist ein I. Du kannst nicht schreiben, du hast die reine Sagst Sauklaue. Sagst du mit der Sauklaue hier. Wir sollten aufhören, uns die Karten gegenseitig zu schreiben. Das nächste Mal tippen wir alles. Ja. Welchen japanischen Zeichner würdest du gerne mal treffen? Oh, ja, also auf jeden Fall den Kentaro Miura, der Berserk gezeichnet hat. Das ist so erste Wahl. Auf jeden Fall. Dann lustigerweise auch ein Zeichner, dessen Werke ich eigentlich nicht gelesen habe, ist, wie heißt denn der? Inoue Sensei, der hat Vagabond gezeichnet. Und das hat eigentlich eher zum Grund, weil der so schön zeichnet. Weil ich habe noch nie Vagabond gelesen. aber ich habe zwei Artbooks von ihm. Und ich finde, also es gibt auch viele Videos, wie er dann irgendwie auf Leinwand und sowas macht. Und ich finde das einfach so toll irgendwie. Ja, die Details. Die Landschaft. Also der macht ja auch mit Pinsel und so. Und das finde ich halt echt irgendwie faszinierend, dass ich ihn mal gern ausfragen würde. Ich weiß nicht warum, aber den würde ich auch mal gern treffen. Und den Miwa Shiro würde ich vielleicht auch mal gern kennenlernen. Ich habe null Ahnung, wie der, also ich kenne den gar nicht. Das ist so ein Mysterium irgendwie, weil er diesen einen Band rausgebracht hat und eben kein Superstar ist, aber der macht halt viele Illustrationen. Und die finde ich einfach super. Was also, hat der gezeichnet? Der hat Dogs gezeichnet, das ist ein One-Shot. Und der ist auch auf Pixiv und hat halt so Illustrationen mit echt geilen Farben und dynamischen Figuren. Und also da, den würde ich auch mal gern hinsetzen und ausfragen zum Beispiel. Und Ihr wollt Mikiko eine Freude machen? Schenkt ihr ein Ticket. und einen Zeichner. Und einen Interviewtermin, ja. Genau. Das wäre eigentlich ja hier J-Max Aufgabe, nicht die der Fans. Was Aufgabe? Das zu organisieren. Ich trete dich gleich. Okay, komm mal, hier, du bist als Gast hier, voll aufmüpfig. Ich bin ganz lieb. Komm wieder runter. Okay. So. Obwohl, ich will jetzt nicht kauen, während wir reden. Doch, du musst kauen. Ich esse gleich. Okay, hier habe ich noch von Daniel Salomon eine Frage. Mhm. Auf welches neue Game freust du dich besonders? Oh, ich weiß gar nicht, was demnächst rauskommt. Ich habe eigentlich auf zwei Games habe ich ziemlich lange gewartet. Mhm. Die sind jetzt aber raus, deswegen ist es so, yay, die sind da. Also ich spiele die gerade, wenn ich mal 3 Sekunden Zeit habe. Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Aber die letzten 2 Games, auf die ich richtig gewartet habe und dann auch super begeistert war, als sie da waren, waren Payday 2, was halt so banküberfallmäßig ist. Ich habe Payday 1 auch bis zum Umfallen gespielt. Und das zweite ist Saints Row 4. Das ist so wie GTA, nur dass statt halt seriöse Missionen musst du alles machen, was du in GTA eigentlich eh immer falsch voll gemacht kriminell. Hast. Genau, also es geht darum, dass du dich voll daneben benimmst. Also zum Beispiel gibt es eine Mission, die heißt Insurance Fraud und das ist halt so Versicherungsbetrug oder sowas. Mhm. Und was du machen musst, ist, du musst dich vor fahrenden Autos schmeißen und dich halt verletzen lassen. Das hast du auch schon erzählt. Genau, also, und je höher du die Summe halt in die Höhe treiben kannst, desto besser halt. Und du kannst halt auch, Betrüger. Du kannst auch Leute überfallen und durch die Luft werfen und das Neue hat halt auch eine ganz bescheuerte Waffe, zum Beispiel die Dubstep-Kanone, wo dann Leute anfangen halt zu zeichnen. Tanzen und also echt voll bescheuert. Oder es gibt noch so ein Patriot Gun, das ist dann so eine US-amerikanische Megakanone, die dann irgendwie so einen Adler drauf hat und irgendwie, die spielt dann so patriotische Musik, wenn du die feuerst und so. Okay. Und, ganz schön krasses Konzept. Ja, es ist halt total abgefahren und es ist total, also so, wie sagt man, total kindischer Humor. Also schrecklich, nur dreckige also Witze. Und ja, und es ist so. Es ist scheißegal, es ist so lustig und also das spiele ich total gerne. Aber ich, ja, dadurch, dass ich nicht so viel Zeit habe, ja, das bin ich auch noch nicht sehr weit spielen. Gekommen. Aber also, es macht mega Spaß. Gerade so Versicherungsbetrüger. Die haben dann auch so Kapitel gehabt, wo du dann halt so in Sadomaso-Gier und so. Oh, das wäre was jetzt. Und, auf alle Fälle. Ich laufe dann nur damit durch die Straße. Du kannst zum Beispiel auch es gibt zum Beispiel auch ein Baseballbat als Waffe, aber wenn du halt Glück hast, dann kannst du auch einen riesigen lilanen Dildo haben. Und mit dem kannst du halt die Leute so verprügeln und das ist so witzig. Die armen Großmuttis. Ja, ja. Aber das ist halt, du kannst auch Autos klauen natürlich. Du klaust halt Autos und sammelst die und du kannst auch durch die Windschutzscheibe springen und so. Also total abgefahren. Und also das ist, glaube ich, momentan mein Favorit.
Okay. Auf jeden Fall. Also reicht jetzt erstmal für die Zukunft und wartet ab, was nächstes Jahr kommt. Ich bin auch jemand, der immer erst wartet, bis was raus ist. Und wenn ich weiß und höre, dass es gut ist, dann gucke ich mir das an und hol's mir. Also ich bin nicht so eine, die da sitzt und wartet. Auch wenn ich enorm viel gerne zocke und so, aber ich bin nicht so. Ich gucke auch nicht auf Nachrichtenseiten, wo jetzt was wann rauskommt. Das ist eigentlich so, egal. Ja, ich werde ja sehen, ob es gut ist. Ja. Also ich verlasse mich lieber darauf, dass ich höre, dass Leute sagen so, boah, hast du das Spiel gesehen, gespielt, gehört? Das ist so geil, dann weiß ich, dass ich mein Geld nicht wegschmeiße. Also ich warte halt lieber. So. Ja, wenn du gute Ratgeber hast. Genau, ja, also habe ich ja auch. Ich möchte noch die letzte Frage stellen. Eine letzte Frage. Und zwar von der Laran Amara. Das ist jetzt meine Schrift. Ja, ich kann sie nicht. Okay, vielleicht habe ich die Sau genau. Arbeitest du viel mit Referenzen oder zeichnest du alles aus dem Kopf? Ah, das ist auch eine interessante Frage. Also ich glaube, meiner Meinung nach gibt es keine Zeichner, die ohne Referenzen arbeiten. Und wenn sie behaupten, dass sie es tun, dann lügen sie. Denn es kommt immer drauf an, was ich zeichne. Wenn man noch nie, ich weiß nicht, keine Ahnung, einen Traktor gezeichnet hat, wie soll man das aus dem Kopf zeichnen? Natürlich muss ich dann Fotos anschauen und gucken und so. Es gibt gewisse Dinge, die kann ich total frei Kopf, also zum Beispiel Anatomie ist inzwischen kein Problem mehr für mich, das kann ich ziemlich in- und auswendig, also Figuren zeichnen ist meistens kein Problem, aber es gibt natürlich Situationen, wo dann halt meine Hand nicht will, wie man will. Und dann muss ich dann schon, dann mache ich meistens ein Foto von meiner eigenen Hand, und damit ich das halt halten kann, während ich zeichne und so ein Gefühl dafür kriege. Weil im Spiegel, das geht nicht, meistens braucht man auch die rechte Hand. Genau, und also da gucke ich dann auch mal, damit das nicht ganz so komisch aussieht oder so. Aber für besonders komplizierte Sachen, ja, auf jeden Fall. So wie alle anderen Zeichner auch. Also, wobei Referenz ist natürlich auch sowas, viele sagen, oh, es ist Kopieren, das stimmt ja gar nicht, weil es geht ja nur darum, dass man ein Gefühl für ein Objekt kriegt, das man sonst nicht so kennt oder noch nie in der Hand gehabt hat. Wie soll man denn einen Revolver zeichnen, wenn man nicht weiß, wie so ein Ding funktioniert? Also ich recherchiere dann auch oft die Einzelteile, so wo geht was rein oder so, wenn ich nicht zu faul bin. und ist ja auch zeitintensiv letzten Endes. Ja, also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Aber im Endeffekt ist auch so, dass wenn du nicht Referenzen nachguckst, dann musst du es manchmal dreimal nachzeichnen oder neu zeichnen. Ja. Das wird sie dann auch ersparen. Nee, ich meine, da kannst du wirklich vereinfachen und warum nicht einfach mal gerade jemanden hinsetzen oder einfach im Internet gucken. Ja. Dann kann ja auch keine Sportposen aus dem Kopf alle zeichnen. Ja klar, also vieles muss man auch verstehen. Also ich habe auch ganz viel gesehen, dass Leute Kampfsportposen ganz falsch zeichnen, aber das kommt daher, dass sie halt noch nie Kampfsport getrieben haben oder so. Da habe ich dann ein bisschen Glück gehabt, dass ich es mal gemacht habe oder so. Und dann weiß ich, wie die Hände sein müssen oder wie die Position sein muss oder sowas. Aber ja, wie gesagt, also was die Menge an Referenz benutzen angeht, glaube ich, ist das so ein so mal hin und wieder so. Also ist jetzt nicht, dass ich für jedes Panel so fünf Bilder habe und aus dem Kopf, ne? Genau, Gitarren kann ich, also das Einzige, was ich überhaupt noch immer nicht kann und wo ich dann... Genau, Schlagzeuge, zeichnet nie einen Musikmanga. Also fürs Schlagzeug habe ich dann tatsächlich auch ein 3D-Model benutzen müssen, weil es absolut ich mir vorstellen, unmöglich. Ja. Also, ich müsste ein Schlagzeug kaufen und dann von allen Seiten fotografieren, wenn ich das richtig machen wollte. Also es geht überhaupt nicht. Ja, aber ich meine, beim zweiten Band, wenn der zu Ende ist, dann auf einmal kannst du es und brauchst es nicht mehr. Ja, hoffe ich. Ja, cool, aber ich denke, da haben jetzt auch schon die einen großen Teil der Fragen beantworten können. Yay. Andere kannst du ja vielleicht nochmal bei Facebook drüber nachschauen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Also ich chatte ja auch gern und so. Also wenn da was ist, dann werde ich meine Meinung und so und ein bisschen mit euch teilen. Yay! Nee, ich denke auch wirklich, dass noch einige Fragen, die ausstehen, und wir versuchen auch alle, so gut wie möglich zu beantworten. Wir konnten ja schon mal echt einige hier beantworten, deswegen ist auch die Sendung extrem lang geworden. Uiuiui. Aber das hat es natürlich auch verdient, denn jetzt habt ihr auch mal die Moderatorin, die auch bei JMAC aktiv ist, etwas besser kennengelernt als Zeichnerin. Und ich denke eigentlich, ich meine, ich weiß eh alles über dich. Das sagst du nur so. Jetzt kommen wieder die versteckten Kameras. Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall noch etwas, denn alle Fragesteller haben ja auch jetzt die Möglichkeit, eben natürlich etwas zu gewinnen. Genau.
Ja, wir werden auch dann in dem Facebook-Post zeigen, wer diese zwei tollen Sachen gewonnen hat. Also schön aktiv verfolgen. Ihr könnt nämlich unter allen Fragestellern konntet ihr jetzt gewinnen. Einmal hier die Autogrammkarte von Crash and Burn. Das ist übrigens limitiert. Limitierte Signierkarte. Zugreifen würde ich sagen. Und dann natürlich noch den Lost and Found Neuauflagenband bei Tokyopop erschienen. Genau, den werde ich natürlich auch signieren. Ja, der wird noch signiert und die Gewinner werden auf Facebook auf alle Fälle benachrichtigt. Und wenn ihr gewonnen habt, dann schreibt uns bitte auch eine Privatnachricht und wir werden euch das dann auch zukommen lassen. Ja. Und das war's. Danke, eigentlich, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude. Gerne wieder. Eine Ehre. Aber wir sehen dich auch noch in anderen Videos und hoffe, das war ja nicht der letzte Auftritt hier, aber auf jeden Fall eine Ergänzung mal. Ja, ganz lieben Dank für all die Fragen. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, gut, dann wären wir auch am Ende angelangt und war echt schön, dass du da warst. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Gleich. Ja, hinter der Kamera. Hinter der Kamera, geht's direkt weiter im nächsten Video. Ja, okay, das war's zu Mikiko Poncek als Person, aber ihr seht sie auch wieder vor der Kamera und natürlich schön auf ihrer Facebook-Seite mal gucken, was sie fabriziert. Mhm. Das ist nicht nur Mist. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das war's für heute. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Tschüss.